Hallo und recht herzlich willkommen, liebe Gaming-Freunde. Mein Name ist Sirius und im heutigen Video werde ich euch einmal den Elgato Greenscreen vorstellen und aufbauen. Fertig. So, wem das jetzt vielleicht zu schnell ging, wie ich das Ganze auf- und abgebaut habe. Es ist aber eben genauso, es lässt sich unheimlich schnell auf- und abbauen. Der Aluminiumkoffer hat einfach zwei Füße, die sich im rechten Winkel ausklappen lassen, damit das Ganze stabil steht. Ihr habt zwei Schnallen, mit denen ihr diesen Aluminiumkoffer öffnen und aufklappen könnt. Und im Anschluss können wir uns einfach hier diesen Griff schnappen und den Elgato Greenscreen eben auf die Höhe ziehen, wie wir ihn benötigen. Das besonders Geile daran ist einfach, dass man den Elgato Greenscreen so flexibel auf- und abbauen kann und ihr mit somit quasi den Hintergrund eurer Wohnung ausblenden könnt, insofern ihr das denn möchtet. Also das bedeutet einfach, wenn ihr beispielsweise sonst hinter euch den Groß aus dem Schlafzimmer liegen habt oder vielleicht das Büro nicht wirklich aufgeräumt habt, dann naja, okay, einfach Greenscreen rauf und runter. Und weg ist das ganze Problem. Ja, aber wofür ist ein Greenscreen überhaupt gedacht? Das ist eigentlich relativ leicht beantwortet. Oder auch? Oder eben? Hallo und herzlich willkommen. Also ein Greenscreen ist im Grunde genommen dafür gedacht, dass man per Chroma Key Funktion in einem Videoschnittprogramm oder eben auch direkt beim Livestreamen über OBS beispielsweise diese grüne Hintergrundfläche komplett ausblenden kann und ihr quasi freigestellt dasteht. Also bei den Twitch- oder YouTube-Gaming-Livestreams kennt ihr das ja vielleicht, dass die Streamer quasi direkt im Spiel sitzen und die überhaupt keinen Rahmen der Webcam mehr um sich herum haben. Und dafür ist es grundsätzlich gedacht. Und es ist vor allen Dingen dafür gedacht, dass man es halt sehr flexibel einsetzen kann, sehr flexibel aufbauen kann und sehr flexibel nutzen kann. Mir hat wirklich am besten gefallen, dass dieses Tuch absolut knitterfrei ist, denn der Tod eines jeden Chroma Key Videos ist eigentlich, wenn du Falten oder Knitte in dem Stoff hast, die quasi wiederum Schatten verursachen, denn es ist schon wichtig für die Chroma Key Funktion, dass diese Farbe im Hintergrund möglichst gleichmäßig ist und möglichst aussagefähig ist, also dass das Videoschnittprogramm bzw. euer Streamprogramm wie OBS oder auch jegliches andere Programm, dass das relativ gut diese Farbe erkennen kann und sicher ausblenden kann. Dafür, im Moment stehe ich hier im Tageslicht, dafür hat man dann bei Livestream-Produktion sehr viele Möglichkeiten. Ich persönlich benutze ein oder zwei Lampen, die ich einfach im Hintergrund nochmal auf das grüne Tuch scheinen lasse, sodass ich selber gut beleuchtet bin, mich selber gut von diesem Hintergrund abhebe. Das ist einfach wichtig, damit das im Livestream oder halt eben im Videoschnittprogramm gut funktioniert. Das Ding ist, das ist so schnell erklärt, ja, und man würde so sagen, okay, ein technisches Tool lässt sich viel leichter erklären. Hier ist es ja im Grunde genommen, hallo, oder? Hallo, also je nachdem, wie es einem halt gerade besser gefällt. Man kann es auch halb-halb machen. Ich finde, es ist ein absolut super geniales Tool. Ich habe früher immer gedacht so, ja, Chroma Key, will ich wirklich einen Greenscreen benutzen? Brauche ich das wirklich? Muss der Hintergrund ausgeblendet sein, in Gameplays oder wie auch immer. Und ich habe mich da eine ganze Zeit lang vor, ehrlich gesagt, selber verschlossen. Ich habe irgendwie jetzt irgendwie ein halbes oder ein Dreivierteljahr gestreamt, ohne einen Greenscreen zu haben. Und dann hatte Elgato mir die Möglichkeit gegeben, einen Greenscreen auszuprobieren. Und ich muss sagen, nie wieder ohne. Nie, nie, nie wieder ohne. Weil es ist doch einfach fantastisch. Und es wirkt irgendwie von der Gesamtgestaltung des Livestreams viel, viel hochwertiger. Und darüber hinaus kommen halt einfach noch andere Anwendungsmöglichkeiten, bei denen man den Greenscreen einsetzen kann, wie Unboxing, Videodrehs oder solche Geschichten. Jetzt fragt sich vielleicht der eine oder andere, 149 Euro, muss ich das wirklich ausgeben? Lohnt sich das?
Das müsst ihr wirklich immer selber entscheiden. Das liegt an eurem Ermessen, inwiefern und wie häufig ihr so ein Greenscreen nutzt. Ich kann allerdings nur sagen, der Greenscreen ist was, das kauft man einmal und es hält für immer. Ja, also wenn ich jetzt bedenke, dass ich den Greenscreen nächstes Jahr quasi jeden Tag einsetzen werde oder von mir aus nur 300 Mal im Jahr einsetzen werde, weil ich alle 2 oder 3 Tage eine Streampause mache, dann muss ich sagen, kostet mich der Greenscreen quasi am Tag 50 Cent. Und das ist ja mehr als wert. Also ob man 149 Euro ausgeben mag, immer eure Sache. Und natürlich ganz klar ist, wenn man ein grünes Tuch kaufen würde und das irgendwie an die Decke pinnt und spannt und wie auch immer, natürlich ist das günstiger. Aber vom Verhältnis, wie oft man das Ding hinhängt, abhängt, ob es knitterfrei ist, ob es wirklich sauber hängt und so, das ist einfach so eine geile Lösung. Deshalb habe ich mich auch dafür entschieden, das Video zu machen und zu sagen, hey, der Greenscreen kriegt von mir auf jeden Fall den Daumen hoch. Da werde ich nicht von Elgato für bezahlt oder irgendwas, sondern es ist einfach meine Meinung. Und ich war wirklich früher sehr, sehr skeptisch, was Greenscreens angeht. Von mir wirklich einen Daumen hoch. Wenn ihr Bock drauf habt oder wenn ihr noch Fragen habt zur Verwendung vom Greenscreen, dann könnt ihr das gerne unten in die Videokommentare schreiben. Dann versuche ich das zu beantworten. Ja, ich sage auf jeden Fall zum Schluss recht herzlichen Dank fürs Zuschauen. Wenn ihr Bock drauf habt, gerne Daumen hoch drücken. Bis zum nächsten Mal und haut rein!